Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Season 5 bei mir auf dem Kanal. Ja, ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen die Modernisierung vorangetrieben. Da werde ich jetzt mal ganz kurz noch mal ein bisschen fortschreiten. Ich habe hier noch den alten Zug drinne stehen, der hier als Dekozug war. Der ist mittlerweile schon 238 Jahre alt. Dafür sieht er noch relativ gut aus. Kostet aber schon 8,7 Millionen. Und ich glaube, viel höher wird das auch gar nicht, wa? 8,76, 8,76, 8,76. Nee. Und den verkaufe ich jetzt. Ich habe nämlich eine andere Idee. Blöd ist natürlich, dass er jetzt nicht da vorne reingefahren ist. Weiß nicht, bis wohin er jetzt düst. Da muss er halt schnell weg, sonst bringt er das ganze System wieder durcheinander. Sie alles wartet. Ja. Gut, genug auf jeden Fall. Mein Containerzug. Den möchte ich hier gerne parken auf dem Gleis. Sprich, ich müsste einmal die Container-Fake-Linie umändern. Der kann mich jetzt, ich weiß nicht, kommt eine Gleisverbindung? Er kommt von da nicht darüber. Keine Chance. Ich weiß auch gar nicht, was er hier veranstaltet. Dann lassen wir den, da soll der da weiter hinfahren. Das ist in Ordnung. Und dann machen wir nämlich noch einen. Noch ein Container Fake, dann brauchen wir noch einen, der steht. Aber nehmen wir gerade noch Container Fake. Dann zeige ich euch gleich auch, was ich gemacht habe. Ich habe ja hier wieder so ein bisschen rumgebastelt. So. Achso, ich habe hier keinen. Muss ich natürlich noch einen reinsetzen. Pause. Ja, da wird jetzt mal ein Signal entfernt, aber so ist das halt, ne? So, zack. 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 Und ich könnte der auch dahin. Das ist ein bisschen länger. So. Weiß ich, das passt auch. So, dann kommt da ein Lämpchen wieder hin. Na gut. Kein Lämpchen hin. Weil sonst backt das Lämpchen nämlich da drüben mit rein. Weil natürlich jetzt die. Doch. Na komm, das geht noch. So. Und jetzt haben wir das. Dann nehmen wir jetzt fangen wir an. Neben hier ein Gleis. Wie nehmen wir den hier ganz dran? Oder da dran? Warum nehmen wir nicht den, ne? Gucken wir mal, was haben wir denn hier? Gleis 6. Zack. So. Dann schnubbelt die Bubs er da rum. Fährt dann hier hinten durch. Sollte dann hier durchfahren. Und sollte dann hier anhalten. So. So fährt er nicht. So, zurück sollte er dann aber dann trotzdem auch auf dem richtigen Gleis fahren. Wir müssen hier noch eins reinbauen. Was natürlich jetzt wieder auf Anhieb nicht funktioniert, weil ist ja klar, ist ja Transportfieber. Boah. Auch nicht möglich. Warum? Gut. Dann sollen wir da bauen. Ach, hier habe ich ja einen drin gehabt. Jo. Alles klar, eBay. Kommt der auf jeden Fall weg. Ich glaube, wir haben ja gar keine Signale stehen. Das könnte natürlich das Problem sein. Ja. So, jetzt fahren wir hier wieder zurück. Erstmal einen schönen Leck. Haben wir ein Signal? Nein, haben wir nicht. Haben wir hier ein Signal? Nein, haben wir nicht. So, dann fährt er hier rüber. Damit durch. Wollen die mal auf eine andere Farbe ändern, dass er den noch sieht. Ich stehe jetzt unten drunter, ne? Ja. Fährt dann hier lang und fährt hier hinten auch wieder mit rum. Und nur aufpassen, dass die beiden sich nicht begegnen. Und dann quasi gegeneinander stehen. Aber das könnten wir hier noch mit einem Signal verhindern. Ja, müssen wir mal beobachten. Weil nicht, dass die dann sich hier
gegenseitig im Weg stehen. Am besten wäre, weil er jetzt hier schon eine Zeit lang steht, wahrscheinlich gleich auch wieder wegfährt. Wenn wir ihn jetzt hier irgendwo hier starten. Von hier, kommt er da hin? Ne, kommt er nicht, aber er kann da durchfahren, oder? Ne, kann er nicht. Kann er nur auf dem Gleis. Da hinten noch irgendwas, wo wir irgendwas losstarten? Ja, hier. Ja. So, ich hoffe mal, da kann ich jetzt einen Niak draufpacken. Eigentlich müsste ja, glaube ich, alles elektrisch sein. Ja, eigentlich müsste alles elektrisch sein. So. So. Das Depot gar nicht. Das Depot ist hier. Weg damit. So. Dann nehmen wir uns einmal eine Fake Niak. Weil dann fährt der Zug aber halt auch nur 40 km/h, ne? Macht er das denn auch bei den Fake Waggons? 120. Dann nehmen wir eine originale Niak. Ist dann auch egal. Und da würde ich fast sagen, Anjin. Maersk. Bim, bim, bim. Wie lange machen wir den jetzt? Da haben wir noch ein paar Anjin. Zu lang würde ich ihn jetzt auf jeden Fall nicht machen. So, jetzt muss aber noch einen Waggon ranhängen, der auf jeden Fall funktioniert. Dann nehmen wir noch einen Hanjin weg. Weil ansonsten bleibt der Zug da nicht stehen. Und das wäre natürlich dann suboptimal, ne? Nehmen wir noch einen davon. So. Und jetzt noch die Lok davor. Nehmen wir dann auch die originale Niak. Ich hoffe, der wird jetzt nicht lang, zu lang sein. So, zack. Dann geht der jetzt auf die Container Fake 2. Die Linie müssen wir noch einstellen, dass sie da auch. Aha. Nicht miteinander verbunden. Okay. Aber obwohl er ja eigentlich hier mitgeht. Wir hängen uns da mal ran. Er kommt hier nicht rüber. Wir fahren mal mit und gucken uns das mal an. Doch, jetzt kommt er hier rüber. 20. Fährt nur 20 km/h. Ah, jetzt gibt er Gas. Hier steht noch ein Zug. Ach so, das ist der lange, der noch ins Depot will. Genau, er haut ab. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt hier. Aber erstmal rot. Ja, haben wir grün gekriegt. So, hoffentlich passen wir ins Gleis. Ah, doch schon. Sieht gut aus. Noch ein paar Meter vor uns. Ja, passt. Zug passt ins Gleis. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt noch einen weiteren Fake-Zug auf der Linie. Das kostet zumindest nicht ganz so viel Kohle. Kann auch so ein bisschen Leben reinkriegen. So, und jetzt kümmern wir uns um das, was ihr schon längst in der Timelapse gesehen habt. Ja, perfekt. Gut. Ich habe, wie ihr seht, einen neuen Bahnhof gebaut. Yippie! Die dritte. Und ihr seht es vielleicht jetzt schon am Metronom. Ich habe hier noch ein paar Durchfahrtsgleise eingeführt. Ich habe alles nochmal abgerissen. Ihr habt es ja gesehen. Die ganzen Linien neu zugeordnet und. Ich blende das mal gerade aus hier. Ja, es war einfach wieder nicht. Noch, es war noch nicht ausgereift. So, und jetzt habe ich das hier alles nochmal ein bisschen geändert. Warum steht denn hier Benzin? Wie soll er denn Benzin mitnehmen? Achso, nee, das ist die andere Hälfte. Zweigeteilter Bahnsteig. Ja, und jetzt bin ich damit ganz zufrieden. Haben wir hier immer noch ein paar mehr Weichen drin und so. Und Durchfahrtsgleise und doppelbelegte Gleise für diese kurzen Pendlerzüge. Kurz Anführungsstrichen, die sind jetzt ein bisschen zu lang. Da steht das hinten mit drei Waggons über. Mal gucken, ob er das ändert, aber dann kann er mir wieder nicht genug mitnehmen. Aber eigentlich, ja, ist es dann halt so. Dann habe ich ja hier,
kommen wir hier unten raus mit der S-Bahn, mit der Metronom. Das bleibt so, da geht dann hier über die ganzen Weichen rüber. Fährt dann hier in der Mitte durch und geht dann hier unten in den Tunnel. Kommt hier wieder hoch. Damit wir hier freies Feld haben nachher zum Basteln. Weil von hier sollen auch noch ein paar Züge reinfahren. Im Moment ist das alles noch ein bisschen kahl. Dass natürlich alles wieder geändert wird, weiß ich nicht. Auch die Brücke hier ist im Moment nur provisorisch. Ich habe im Moment keine anderen Straßenverbindungen gehabt, was ich hier vernünftig bauen kann. Deswegen habe ich mich erstmal für diese riesen Brücke entschieden. Bleibt erstmal so, wie es ist. So. Haben wir hier ein. Oh, er hat ganz schön viel Brot. Oh, meine Herren. Er ist auf jeden Fall voll. Ja, ihr seht hier, wir haben auf jeden Fall Güter ohne Ende. Waren nach Minden. Die Züge sind alle voll. Also mehr geht einfach nicht. Und der nächste steht ja hier schon. Also die kommen wirklich alle im Takt. Da ist keine große Lücke. Ich kann da nicht noch einen Zug zwischenstecken. Das geht gar nicht. Ja. Mehr geht einfach nicht. Ja, in der heutigen Folge möchte ich das hier... Ach ja, och, und wir haben ja noch was. Oh, ich habe euch gar nicht gesagt. Wir haben natürlich heute auch noch die einen kleinen neuen Bauabschnitt von unserer Ölraffinerie. Es ist nicht jetzt so wahnsinnig viel passiert, aber es ist was passiert. Wir gucken uns das mal an. Ihr seht schon mal andere Texturen. Ja. Und es ist ein weiteres Gleis hinzugekommen. Hier. Ein kleines Gleis, um Kohle anzuliefern. Jetzt fragt ihr, Kohle? Ist doch eine Raffinerie. Richtig, es ist eine Raffinerie. Aber der Modder hat die Idee, und beziehungsweise er verwirklicht es ja schon, man sieht es ja. Er möchte hinzufügen, dass man hier auch Kohle anliefert. Als Produkt kommt dann wieder Schlacke bei raus. Die Kohle wiederum wird zum Erhitzen gebraucht, um aus Rohöl dann die einzelnen Bestandteile raus zu extrahieren. So, und um das ja ist ja auch ein enormer Hitzeaufwand nötig. Und das möchte er dann halt mit einem kleinen Kohlekraftwerk oder wie auch immer noch realisieren. Deswegen brauchen wir hier dann auch Kohle, um Rohöl zu machen. Beziehungsweise nicht um Rohöl zu machen, sondern um Öl und Treibstoff zu machen. Finde ich eine super Idee. Das Gleis ist 240 Meter lang. Also da kann man so kleine, man kann entweder mit einem großen Güterzug dann irgendwie, weil ich möchte ja auch noch einen Steinbruch bauen oder so ein Tagebau, dass man dann mit großen Zügen das auf einen großen Bahnhof bringt und dann mit so einem kleinen Zug dann hier wieder ein bisschen was hinbringt. Und als Produkt, Nebenprodukt hast du dann halt auch noch Schlacke. Ja, so viel dazu. Die Größe hat sich eigentlich nicht verändert von dieser Mod. Es war aber nicht ganz einfach, die einfach zu tauschen. Also ich habe die alte abgerissen, die neue wollte ich dann bauen. Und ja, dann ging es los. Es haben hier diese Bäume gestört. Es haben hier auf der anderen Seite der Schienen, das hat hier nichts gestört, aber hier hat ein so ein kleiner Busch gestört. Ich musste hier ganz schön viel wieder abreißen, damit ich die gleiche Firma hier wieder hinbekomme. Ich denke mal, das wird wegen der Texturänderung gewesen sein. Hier hinten musste ich was abreißen. Ich musste überall was abreißen, damit ich diese Firma hier wieder reinkriege. Und ja, wäre natürlich doof, wenn ich hier alles zubaue, nachher passt das nicht mehr. Und jetzt werde ich ein bisschen mehr Abstand lassen. Ja. So viel dazu. Ich weiß noch nicht genau, wie ich die jetzt hier anbinde. Mit der Brücke muss ich da mal gucken. Da habe ich mir jetzt noch keine Gedanken drüber gemacht. Ja, so viel aber auch erstmal dazu. Und dann kann ich vielleicht noch ein bisschen spoilern. Es gibt von dem Modder noch etwas, was ich auch bekommen werde. Ich weiß gar nicht, wo das kommt. Hier. Es wird auch diese Grundfläche haben. Und es soll auch hier entstehen. In der Nähe von Niederhornbach. Das wird hier entstehen. Das, was kommen wird, sag mal so gesagt, es ist ein Sport, es ist, ja, sagen wir mal so, ich würde nicht sagen, es sind jetzt ausschließlich die Reichen und Schönen da, aber die Reichen und Schönen zeigen sich da auch gerne. Und nein, es ist kein Pferderennsport. So, so viel dazu. Es wird hier hinkommen. Mal sehen, wie weit ich da euch was zeige, beziehungsweise wie weit ich da auch an die Mod schon rankomme, dass ich die vorher zeigen darf. So, müssen wir mal gucken. So, dann würde ich jetzt ganz gerne heute noch ein bisschen hier erstmal mein
Hauptplatz hier wieder so ein bisschen verschönern. Ich habe ja hier ziemlich viel abgerissen und würde ich sagen, steht das heute alles mal im Zeichen des Wiederaufbaus. Vielleicht haben wir hier auch irgendwo drei, da haben wir drei Gleise. Schön, ich möchte das Ding hier nämlich irgendwo verbauen. Erstmal speichern. Da, ganz wichtig, erstmal speichern. Vielleicht natürlich auch hier hinsetzen, ne? Hier war jetzt ja schön. Aber hier fahren die Züge wenigstens auch rüber. Tada! Ja, das sieht doch cool aus. Das gefällt mir. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Hier auch noch so ein paar Weichen einbauen. Natürlich jetzt irgendwie da. Was haben wir denn hier so? Typ 2. Das ist ein Unterschied zwischen Typ 1 und Typ 2. Das Häuschen. Okay. Aha. So, haben wir hier nochmal einen Wagen eingebaut. Sehr schön. Ah, das gefällt mir gut. Ich überlege, ob ich das hier nochmal hinbaue. Aber zu oft sieht ja auch blöd aus, glaube ich, ne? So. Ich würde hier so eine Halle zwischenkriegen. Setzen wir die mal noch dahin. Wo ist denn dieser Schornstein? Oh, jetzt sehe ich gerade. Der Mast steht da drin. Aber ich würde sagen, das stört jetzt gar nicht so wahnsinnig. Oder kriegen wir die Halle hier noch zwischen? Kriegen die auch dazwischen? Das backt jetzt ein bisschen rum. Das gefällt mir nicht so schön. Dann kommt der wieder weg. Ja, und so geht's doch auch. So. Da, nein, das ist die falsche. Wo ist der Schornstein? Da. Zuck, zuck, zuck. Haben wir hier noch einen Schornstein. Aber den möchte ich gerne irgendwo hier reinsetzen. In die Halle. Genau, dann kommt da raus. So. Haben wir hier das, können wir das kleine Häuschen davor setzen. Das kriegen wir da bestimmt noch hin. Ist da. Ist da hinsetzen. Der Treppe wäre es natürlich schöner, wenn ich es hier auf die Seite setze. Aber dann da der Omas drin, ne? Setzen wir es hier auf die Seite. So. Das gefällt mir doch schon mal gar nicht so schlecht. Würde ich sagen, wenn wir jetzt hier nochmal ein paar Bäumchen pflanzen. Die waren da. Bäumchen, da. Nur nicht zu viel. Weil es soll ja nicht alles gleich wieder grün werden. Schön gezielt jetzt hier ein bisschen setzen. Das soll natürlich geil aussehen. Und ich bin ja eigentlich dafür bekannt, dass ich mit meinen Bäumen, die ich immer so pflanze, auch gut was immer schönern kann. Ich habe quasi immer die grünsten Bahnhöfe in Transportfieber baue. Und ja, dann machen wir das heute auch wieder. Hier wollen wir ein bisschen mehr nachher noch brauchen. So, ist natürlich die Frage, die müssen ja auch irgendwo hier hinkommen, ne? Die Hiopios. Können wir hier noch so einen kleinen Fußweg hinlegen? Ganz gut aus. So. Ich hoffe mal, dass ich den Bahnhof jetzt nicht gleich wieder ruckzuck abreißen werde. Dass er jetzt auch mal ein bisschen länger da bleibt. Und nicht einfach schon wieder nach 4-5 Folgen, dass ich dann wieder abreiße und denke, nein, der ist zu klein. Und ja, mal gucken dann. Der ist zu groß. Das geht noch. So. Hier müssen wir einmal kurz das Terrain angleichen.
Dum 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 dum. Der ist so groß. So. Das finde ich mal ein bisschen nervig, dass man jetzt hier so immer noch diesen, die ganzen unterirdischen Bahnen sieht. Ich finde das cooler, wenn man das irgendwie ausschalten könnte. Aber das kann man nicht. So, wir haben natürlich jetzt hier noch eine Idee, das Ganze noch so ein bisschen schöner zu machen. Weil er packt natürlich auch immer da unten jetzt diese Dinger an. So quasi. Weil wir hier mal noch Gleise gelegen haben. Ja, quasi noch so reinzumachen. So. Dim, dim, dim. Könnte natürlich jetzt hier einfach aufgehen. Den aussehen tut es nicht. Gut, dann war es gut. Dann können wir das jetzt schön zumachen. Nein, falscher. So. Oh, das waren jetzt die großen Bäume. Der wird hier ein bisschen zu groß sein. Ach ne, ist jetzt Abstellgleis. Ach, was ist der überhaupt? Ist ja egal. Können wir auch da raussetzen. So. So, und hier unten kommen noch ein paar Büsche hin. So, dann sieht das schon mal gar nicht so schlecht aus. Auch das Vorfeld gefällt mir eigentlich so ganz gut. Schön viele Weichen drin. Dass das jetzt alles immer alles so korrekt ist. Und ach, Leute, ihr wisst, da lege ich nicht so einen großen Wert drauf. Für mich soll das nachher einfach schön aussehen und stimmig wirken. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe hier auch kaum Signale drin. Weil das würde eh alles nur Chaos geben. So. So, Niak stehen hier rum. Kein Weg ist elektrisch. Was will er denn? Ich wundere, warum die nicht mehr fahren. Warum ist das nicht elektrisch? Da ist eine Route. Irgendwie fehlt dir doch was, mein Freund. Da ist aber irgendwas schiefgelaufen hier. 18. 18 soll er nicht nach 15 fahren. Oder er soll meinetwegen dann von nach 15 wieder nach 18 fahren. Und soll dann hier hinten hinfahren. So. Und dann kann er wieder zurück nach 18 fahren. Wo soll er fahren? Ja, und dann kann er meinetwegen nach 18, soll er dann dahin fahren. Und dann kann er wieder nach 18 fahren. Ja, das funktioniert nicht. Hier muss irgendwie ein Problem sein. Irgendwas habe ich da vergessen. Er ist hier. Wird irgendwas abgerissen. Fährt hier lang, hier rüber. Aber eigentlich nicht. Eigentlich ist alles grün. Wo ist unser Problem? Stationen 4 und 5 sind nicht miteinander verbunden. Ja, hinter 19 muss dann auch erst wieder die 18 kommen, ne? So, jetzt geht's. Jetzt geht's. So, und jetzt sagt sie immer noch, kein Weg ist elektrisch. Genau, zack. Soll sie dann aber auch vollladen, die soll dann ja auch stehen. Da brauchst du dann bei 18 einmal nicht stehen. Da soll sie dann gleich weiterfahren. So. Fahrzeuge, Mindestwartezeit 5 Minuten. Machen wir mal 3 Minuten. So. Dann haben wir die nämlich jetzt hier auch wieder rumfahren. So wie gewünscht. Jetzt habe ich hier eine Straße, die brauche ich nicht mehr. So.
Weil jetzt haben wir ja die Brücke hier. Die gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Und die überbrückt halt auch alles, was sie soll. Haben wir hier auch noch mehr Platz gewonnen. Wo wir jetzt noch gerade das mit Wald verzieren können. Weil hier kann ich jetzt eh keine Firmen hinbauen. So. Alles hier so ein bisschen zu vertuschen, was wir hier so aufgerissen haben. Mal so lassen. Oh. Wunderhübsch. So, kommen wir mal mit dem Metronom mal gerade mitfahren. Achso. Machen wir mal den anderen, damit der von der anderen Seite kommt. Ich wüsste, da ist er. Da ist der Metronom. Setzen wir uns einmal rein. Erstmal einen schönen Leck. Und dann würde ich sagen, sind wir auch schon mit am Ende der heutigen Feier gekommen. Also heute stand mal wieder so ein, was soll man, stand ein Schwimmbad auf dem Plan. Ja, so, stand ein bisschen schöner mal auf dem Plan. Oh, die Kante muss ich noch ändern. Das ist zu steil. So, jetzt fahren wir hier rein und unterkreuzen das einmal. Und da kommt dann auch schon der andere Metronom. Und die ganzen Städte habe ich immer noch nicht mit Buslinien versorgt, ne? Also, ja, muss ich auch noch machen. Hier ist der Übergang deutlich weicher. So, jetzt fahren wir schön durch die Durchfahrtsgleise hier durch. Das sieht doch sehr schön aus. Hier haben wir noch den langen Güter Main stehen, den einen, der auch gerade losfährt. Oder? Ne, fährt noch nicht los. Ja, und jetzt geht es hier schön durchs Bahnhofsvorfeld. Alles ohne wirklich großen Geschwindigkeitsverlust. Und jetzt müssen wir ein bisschen runtergehen. Erstmal schön am Laggen alles. Ach, ich liebe es. Ich freue mich so auf den Performance-Patch. Ich hoffe mal, das hat wirklich, bringt wirklich was. Auch bei Spielständen, die jetzt schon aktiv sind. Nicht, dass man wieder neu anfangen muss. Ah, hoffen wir mal das Beste. So, jetzt muss der ganze Arsch da hinten erstmal rum durch die Weiche. Und jetzt geht's wieder nach unten. Das ist ja noch der alte Tunnel, beziehungsweise alt ist ja auch noch nicht, ist auch ziemlich neu. Genau, jetzt unterkreuzen wir quasi die Güter-Main, die Autobahn, die Landstraße, den, was waren das, Regio 1 und Regio 1 und den TG Hürth, den Intercity. Da fahren wir jetzt drunter her. Unter dem Berg fahren wir drunter her. Ja. Und jetzt kommen wir dann hinten gleich wieder raus und sind dann gleich im Hauptbahnhof. Gut, meine Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen und Abo da. Empfehlt mich weiter. Würde mich auch sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Haut rein. Ciao.